Mit Volldampf fraß der Zug Bruck-Obereich in Richtung Fusion. Ab 2015 soll man eine gemeinsame Stadt bilden, so der Wunsch des Landes und der politischen Spitze in beiden Gemeinden. In beiden Gemeinden gibt es dazu fast einstimmige Beschlüsse, Gespräche aufzunehmen. Am Montag präsentierten die Bürgermeister die Vorteile einer solchen Fusion. Ab sofort werden wir Plattformen öffnen, wir werden gemeinsame Aussendungen haben, wir werden mit Frage- und Antwortkarten arbeiten. Die neuen Medien werden eingebunden, auch dort werden wir uns vorstellen, werden wir unsere Vorstellungen kundtun und auch mit den Menschen kommunizieren. Wir werden Bürgerversammlungen abhalten, wo Menschen ihre Wünsche einbringen können. Das wird ab heute alles beginnen. Auf gemeinsam rund 16.000 Einwohner will man kommen. Vor allem sollen die Vorteile einer Fusion herausgestrichen werden. Allgemein spricht man von einer Win-Win-Situation für beide Gemeinden. Wir wollen effizienter werden. Wir wollen mittel- bis längerfristig natürlich in der Verwaltung einsparen. Wir wollen neue Möglichkeiten schaffen, die wir in der Infrastruktur, in der Kinderbetreuung, in der Ausbildung, in den Freizeit-Kultureinrichtungen haben. Mehr Möglichkeiten nach außen aufzutreten in einer Stadt mit 16.000 Einwohnern und, und. Also wir sehen beide politischen Verantwortungsträger es als Chance, diesen Weg des Größerwerdens zu beginnen. Und deshalb ist Bruck und Obereich jetzt am Weg, auf einem guten Weg dorthin. Mit der Fusion wird es zwar noch einige Zeit dauern, aber man hat schon jetzt einiges auf Schiene gebracht. Es gibt sehr, sehr viele Ansatzpunkte schon. Ich denke allein, wo wir uns gemeinsam andocken, an Wasserversorgung, an Abwasserversorgung. Es gibt Bereiche, wo man in Sport, wenn man schaut, das Brucker kommt nach Oberheit, die Obergehen nach Bruck. Es war eigentlich immer so eine gegenseitige Situation, Win-Win-Situation, in der wir uns befruchtet haben. Und jetzt schaut das Leben heute ein bisschen anders aus. Wir müssen sparen, das ist allgemein bekannt. Wir müssen größer werden, stärker zu werden. Und jetzt werden wir uns damit beginnen, mit Verhandlungen, mit anzufreunden, dass Oberreich und Bruck auch eine Einheit wird, wo beide, glaube ich, uns sich dringend brauchen, beide davon profitieren. Profitieren durch mehr finanzielle Ressourcen, Koordination der Kinderbetreuung, eine Wohnbauinitiative und den Ausbau des Nahverkehrs. Und man geht in eine Info-Offensive. Eine gemeinsame Zeitung, eine Webseite und Bürgerversammlungen am 27. Mai in Obereich und am 28. Mai in Bruck sollen die Fusion dem Bürger näher bringen. Und auch bei den Politikern soll gespart werden. So wird es wohl Gerhard Weber als Bürgermeister treffen. Ja, selbstverständlich wird es wahrscheinlich einen Gerhard Weber treffen. Aber ich sage, mir ist noch immer eines an oberster Stelle gestanden, Zukunft zu schaffen für unsere Kinder, für unsere Nachkommen. Und da kann es nicht einmal von Gerhard Weber davon kommen, wenn man so ein großes Ding, so eine große Sache wie zu fusionieren beider Gemeinden. Schon über 50 Jahre versucht man das zu verhindern, nur weil ich Bürgermeister bleibe. Also das werden Sie mit Gerhard Weber nicht hören, sondern ich bin bereit und wenn es mir auch meinen Bürgermeister kostet. Denn ich kann ja auch ohne Bürgermeister leben, vielleicht habe ich dann ein ruhigeres Leben in Zukunft. So gesehen kann man nur sagen, vergessen wir die Vergangenheit, klären wir die Gegenwart und treffen uns in der Zukunft. Bruck und Obereich sind am besten Weg dorthin.